Gut. Hallo Eva. Schön, dich hier zu haben im Interview. Ich begrüße dich. Du nennst dich Trennungscoach und sagst bestimmt gleich mal noch was dazu. Ja, danke, Markus, dass ich hier sein darf im Interview. Freue mich auch riesig, weil wir uns ja schon gut über das Thema ausgetauscht hatten. Und ja, Trennungscoach, das klingt erstmal nicht ganz greifbar, glaube ich, für viele Außenstehende. Es geht darum, dass es mir sehr am Herzen liegt, dass häufig die nach einer Trennung die Kinder bei der Mutter sind und nicht beim Vater, beziehungsweise häufig die ungute Situation entsteht, dass die Kinder nicht mehr zum Vater dürfen. Und da begleite ich Väter halt, dass dieser Kontakt zu ihren Kindern wiederhergestellt wird oder im Idealfall halt gar nicht abreißt. Du sagst Väter, es gibt es ja auch andersrum, aber du spezialisierst dich oder konzentrierst dich auf Väter. Richtig, richtig. Und ich mache das online. Also ich habe keine Praxis oder so, sondern ich mache das über Webinare und ja, Zoom-Calls, so wie hier zum Beispiel, ja. Okay. Ja, ich hätte jetzt gefragt, wie du arbeitest. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wenn du magst. Also, ja, was machst du da mit denen? Ich meine, du kannst ja niemanden zwingen. Nee. Das ist wohl wahr. Nee, die Männer kommen halt über mein Google-Frageformular. Damit habe ich eine Umfrage drauf, wie lange sie schon getrennt sind, wie lange sie ihre Kinder schon nicht mehr gesehen haben und wie es halt, wie es dazu gekommen ist, in groben, kurzen Sätzen. Und dann lassen sie mir ihre Telefonnummer da, damit ich sie zurückrufen kann. Dann findet man einen gemeinsamen Termin für ein erstes Gespräch, damit man sich kennenlernt und auch schaut, ob die Chemie passt, ob man überhaupt miteinander klarkommt, so wie man sich das vorstellt oder wünscht. Und da erfahre ich dann auch schon, wo der Schuh drückt. Und ja, dann begleite ich die Leute über einen Zeitraum von 6 Monaten zu einem veränderten Mindset, so nenne ich das. Mindset heißt halt einer veränderten Haltung sich selbst vor allen Dingen gegenüber, um mit der Situation und den, ja, die Männer sagen halt Intrigen der Ex-Partnerin anders umzugehen, besser umzugehen, dass man weniger emotional reagiert oder sich weniger provozieren lässt oder, je nachdem, wo es, wie gesagt, dann halt das Problem liegt. Okay. Ja, was erlebst du da im Kontakt mit den Trennungseltern oder eben Trennungsvätern? Also noch genauer, also du hast es jetzt schon angerissen, was begegnet dir da? Das sind Was natürlich begegnet? Leute, die verständlicherweise in extremen Stresssituationen leben, ne? Auf der einen Seite arbeiten gehen müssen, auf der anderen Seite natürlich emotional sehr bei den Kindern zu sein und natürlich auch nicht zu wissen, ob beim nächsten Treffen die Ex-Partnerin nicht wieder alles in Frage stellt. Das ist so sehr anstrengend einfach, ne? Für diese Menschen, die zu mir kommen. Also so eine Unsicherheit auch, oder was? Ja, sicher, auf jeden Fall. Eine große Unsicherheit. Und wie gesagt, diese doppelte Belastung von jeder Seite funktionieren zu müssen, aber zu sich selbst gar nicht mehr zu finden, zu seinen eigenen Bedürfnissen, zu seiner inneren Ruhe, zu seiner Erholung, die man natürlich auch braucht, ne? Das fällt völlig oft bei den meisten aus dem Fokus, dass sie ja auch Ruhe brauchen oder Raum zum Tiefluft holen, entspannen und Kräfte sammeln. Das klingt auch wie, als wäre es ein Teil deiner Arbeit, was du dann eben auch mit denen machst, also sie wieder dorthin zu bringen, dass sie sich auch mal Ja, entspannen. ein Bewusstsein zu schaffen, dass sie diese Ressource ganz dringend brauchen, die sie aufgrund von Stress, emotionalen Stress vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, ne? Vielleicht auch noch nie. Vielleicht fällt es ja Männern auch an sich schwerer. Also ich könnte es auch bei mir nachvollziehen. Also ich glaube, als Mann hat man den Drang, immer irgendwas
zu machen, zu schaffen, ja, zu tun, irgendwas zu verändern. Und ich glaube, dann ist man in einer Situation, wo das nicht mehr geht. Ne? Richtig, richtig, genau so. Man ist natürlich auch sehr stark von dem von dem Lebensentwurf der Eltern oft auch geprägt, ja. Schaffe, schaffe, Häusle bauen, gab es früher immer so einen Spruch, ne, bei uns. Und hat man auch wirklich festgestellt, dass Männer sehr viel seltener für sich und ihr Wohlergehen achten wie die Frauen. Das ist absolut richtig, ja. Das ist leider wahr. Und dann kommen sie in eine Situation, wo sie noch weniger ausrichten können eigentlich und dann, wie kannst du denen da helfen? Also. Ja, wie gesagt, indem ich es anspreche und bewusst mache, das ist oft schon so ein Hoch, ja, stimmt eigentlich. Ne? Okay. Ja, ja, so ein in Anführungsstrichen erhellender Moment, wo man denkt, ja, stimmt, warum hatte ich es nicht auf dem Schirm? Ist doch klar, dass man es nicht auf dem Schirm hat, weil man eben in diesen Stresssituationen steckt. Ja. Es ist einfach ein menschliches Verhalten, dass wenn es uns über den Kopf wächst, egal ob Mann oder Frau, dass wir dann nicht mehr den Fokus haben auf innere Ruhe und Entspannung. Also das ist, was ich so ganz stark mit den Menschen übe, weil es auch, weil es eben auch mir sehr gezeigt hat in meinem Leben, wie viele Ressourcen ich habe, wenn ich aber auch immer wieder mit diese Räume schaffe. Du hast vorhin auch Mindset erwähnt. Was begegnet dir an der Stelle und was versuchst du zu erreichen mit den Leuten? Mindset, damit meine ich diese Prägungsbilder, die wir alle aus der frühkindlichen Erziehung haben, wie wir wohlgefallen können, ne? Wie wir Sympathie für uns erwerben können. Das machen Männer genau wie Frauen, vielleicht natürlich auf andere Art und Weise häufig, ja. Aber trotzdem ist es bei uns allen mehr oder weniger stark ausgeprägt, funktionieren zu wollen, ja, gefallen zu wollen, alles richtig machen zu wollen, damit man halt möglichst wenig aneckt oder angegriffen wird. Ja, und diese Räume müssen, versuche ich mit den Klienten und Kunden zu erarbeiten, wo hast du einen Raum, wo du für dich bist? Wirklich für dich und wo du wirklich sein kannst und darfst, wie du bist. Ja, ohne bewertet zu werden, ohne das Gefühl zu haben, jemand guckt dir über die Schulter kritisch natürlich und bemängelt dich auf irgendeine Art und Weise. Das ist ja was in dieser Trennungssituation und eventuell auch bei gerichtlichen Streitigkeiten tatsächlich auch ein Thema ist. Also die Männer müssen sich ja da oft rechtfertigen, was ja absurd ist. Über ihre natürliche Rolle als Vater müssen sie sich plötzlich rechtfertigen. Richtig, richtig. Richtig. Ja, also es gibt ja auch, Gott sei Dank, inzwischen so viel empathische Väter, würde ich mal sagen, diese Zeit des preußischen Regenten, der zu Hause sitzt, ist ja für viele auch gar nicht mehr das Bild, was die Gerichte oft noch so im Kopf haben. Ja, ich möchte gerne mal kurz von mir ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Nägeln brennt. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo die Mutter die Feministin war. Es wurde auch wirklich von uns zwei Töchtern eingefordert, dass wir Feministin werden. Was anderes gab es nicht. Ja? Und dass wir, wenn möglich, beide Abitur machen, beide studieren und beide Karriere machen. Punkt. Das war wirklich das Nonplusultra-Wunschbild meiner Eltern. Ja? Und als ich dann natürlich kam mit Kindern, ohne Abitur, ohne studiert zu haben, da war das schon No-Go. Okay. Geht nicht. Ja? Also wie? Du willst nur daheim sitzen und nur Kinder erziehen. Und für mich war es einfach wirklich eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, weil es ist eine Arbeit, es ist eine Tätigkeit. Für mich ist es ein Berufsbild, auch wenn man das vielleicht so aus wirtschaftlicher Sicht so nicht definieren würde. Und ich habe wirklich mit Freude jeden Tag gelebt.
Also das war nett, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss aufstehen um 7, die Belger sind wach. Gar nicht, gar nicht. Ich bin selber ein früher Vogel. Ja, also das war dann eher so, ach ja, ich glaube, wir müssen mal aufstehen, uns anziehen, Zähne putzen, frühstücken. Und dann, ne, das war wirklich für mich eine erfreuliche Tätigkeit. Ja? Das ist lustig, ja, dass du das so heraushebst, weil das ist es natürlich. Absolut, möglich, ne? Ja, weil ich halt eben auch aus diesem Weltbild so völlig rausgefallen bin, das man von mir hatte. Ja? Eine Feministin ist doch nicht Mutter. Also bitte, ja, ja. Das war bei mir zumindest sehr stark der Fokus. Ja? Oder eine Feministin ist doch sich zu schade, den Haushalt zu führen oder so Sachen. Okay. Es war eher so die Frage, ich war ja 17, als ich meinen Vater dann gefragt habe, was ist der Sinn des Lebens? Ja, wirklich, weil so in meiner Naivität hat mich das getriggert. Und ich dachte, vielleicht weiß mein Vater ja mehr wie ich. Aber der wusste nicht mehr wie ich. Ja, und dann war ich mit 21, wenn auch sehr jung, gebe ich zu, überglückliche Mutter. Überglücklich. Also das war echt mein Job. Ja, so. Und ich fand es auch überhaupt nicht erniedrigend oder dass ich jetzt verblödet wäre. Gar nicht. Also ich habe halt auch so die Freude daran gehabt, meinen Kindern, es gibt von Geo Hefte, die heißen Geolino und ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber die haben halt naturwissenschaftliche Dinge kindgerecht erklärt. Ich habe die Dinger mit Begeisterung dem vorgelesen, weißt du so. Also ich habe Homeschooling eigentlich gemacht, aber ohne Tafel, ohne Frontunterricht. Ja, aber das muss ja auch bei Homeschooling ja nicht sein. Nee, eben nicht. Naja, jedenfalls war es dann auch so in Grundschulen, dass die Lehrer mich gefragt haben, wieso wissen ihre Kinder schon so viel? Und ich, kann sein, dass ich denen schon ein bisschen was vorgelesen habe. Ne, also, und das war so gar nicht dieses zielstrebige nach vorne sich selbst darstellen, sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Und das habe ich persönlich, obwohl ich wirklich auch als Hausfrau und Mutter natürlich meine Rechte eingefordert habe, warum auch nicht? Man ist ja jetzt nicht nicht Mensch, nur weil man Mutter ist, ja? Also da hat man ja auch gewisse Privilegien, Rechte und so weiter, ja, ist einfach so, weil man muss ja auch organisieren können. Und da ist das von zu Hause ganz mit einem Kopfschütteln, mit einem nicht abwertenden Kopfschütteln, sondern eher so, was macht die da so? Ja. Ich bin also im Westen aufgewachsen, das war noch lange vor dem Fall der Berliner Mauer. Und das war einfach auch so, weißt du, dass dann aber auch so war bei uns zumindest, wenn du dich dann entschieden hast, Haushalt zu führen oder Mutter zu werden, warst du auch völlig außen vor, wie noch Teilzeit arbeiten gehen. Ja? So dieses Weltbild, wo die Frau dann noch stundenweise arbeiten geht, das gab es dann auch nicht. Ne? Also warst dann schon ein Stück weit abgeschirmt in deinem Privatleben. Ah, okay. So schwarz-weiß nur oder was? Richtig, genau so, richtig. Du warst entweder drin oder draus. Und was erlebst du heute von Frauen? Also auch gerade in dieser Richtung, dass du sagst, ich bin im Feminismus geboren und ich hatte irgendwie schon immer mein eigenes Bild. Es ist wirklich, wirklich schwierig, weil ich erlebe also in meiner Arbeit Frauen, die derart aggressiv sind, derart verachtend sind, dass mich das wirklich oft erstmal einen Moment Luft holen muss über diese nicht akzeptieren wollen, dass jedes Kind ein Recht hat, seine Beziehungen selbst zu pflegen. Ob uns Erwachsenen das immer gleich so sinnvoll erscheint oder nicht. Ja? Also ich muss sagen, ich bin ja auch zweimal geschieden und bin ja auch getrennt von meinen zwei Männern. Aber mir war immer bewusst,
dass diese Menschen erwachsen werden. Die Kinder meinst du? Richtig, richtig, dass sie ja nicht Kinder bleiben und dann die Frage stellen, warum? Ja, was war da? Wieso ist das so gelaufen und nicht anders? Und deswegen habe ich immer gesagt, hört zu, Leute, ich werde immer alles geben, dass ihr in Kontakt bleibt mit euren Vätern. Punkt. Hm. Ja? Das hieß dann oft sogar, den Männern richtig hinterherlaufen. Hm. Hm. Ja? Also genau umgekehrt, wie ich das bei meinen Kunden häufig erlebe. Ja? Denkst du, es gibt eine Dunkelziffer? Ich habe mir darüber auch viele Gedanken gemacht, weil ich lerne ja auch viele Väter kennen, die sehr unglücklich darin sind und kämpfen um Zeit mit ihren Kindern, also einfach ganz normale Alltagszeit mit ihren Kindern, die nicht damit einverstanden sind, plötzlich ein Besuchselternteil zu sein, beziehungsweise ihre Kinder gar nicht mehr zu sehen. Denkst du, es gibt eine Dunkelziffer von Vätern, die das gar nicht erst versucht, weil die schon sieht, dass es aussichtslos ist, also die eigentlich schon vorher aufgibt? Also weißt du, wie ich es meine? Ja. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, da ein Ja oder Nein zu sagen. Weil es ist ja auch so, das habe ich ja bei mir selbst gemerkt, als ich so in Anführungsstrichen hinterhergelaufen bin. Ja? Die wollten nicht ihr Besuchsrecht wahrnehmen. So, du musst natürlich, und das musste ich auch in dem Fall, meine Würde völlig vergessen. Völlig. Und wenn das natürlich jemanden derart das Selbstwertgefühl in Abrede stellt, dann wird er natürlich sagen, nö, geht nicht, mache ich nicht, tue ich nicht. Und das, glaube ich, ist eher so ein Problem, egal ob Frau oder Mann, dass wenn du glaubst, das hat Sandro ganz schön gesagt, ob du jetzt diskriminiert wirst, weißt du gar nicht, du fühlst es erstmal als Bedrohung, ja? Glaubst du, musst da etwas tun, was du für unter deiner Würde hältst und das Kind nicht mehr im Fokus hast, dann gehst du natürlich weg. Absolut. Also ich kann es dann auch verstehen, ja, dass Männer sagen, nö, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Kannst du dann ja darauf eingehen, weil ich verstehe es nicht ganz, was du meinst mit, dass du deine Würde völlig aufgeben musstest. Naja, es war halt so, dass die Kinder gelitten haben und weil die Kinder gelitten haben, habe ich es getan. Ja, also ich habe es für sie getan und dabei nicht überlegt, wie erniedrigend es ist oder war. Ja? So. Und was genau war erniedrigend? Das habe ich noch nicht verstanden. Erniedrigend ist, dass du einem Menschen, der die Kinder auch geschlagen hat, bitten musst, ob er eine Zeit hat, seine Kinder zu sehen. Und er sagt, nö, habe ich nicht. Hm. Ja? Sowas zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, wenn es umgekehrt natürlich ist, bei Männern genauso, dass es nicht einfach auch für viele dann No-Go ist. Dass sie sagen, nee, ich gehe jetzt, Schluss. Ne? Hm. Die Frau hat mir so viel Leid zugefügt oder hat mir so viel Lügen angehängt oder irgend sowas, da komme ich jetzt einfach nicht drüber weg. Punkt. Mhm. Natürlich verliert man Fokus aufs Kind und dessen, naja, ich will nicht das blöde Wort Kindeswohl nehmen, aber halt sein Interesse, Kontakt mit dem anderen Elternteil haben zu wollen. Ne? Mhm. In solchen Situationen. Und das versuche ich ja mit den Kunden wieder ins Lot zu bringen. Ne? Mhm. Würdest du aus deiner Erfahrung her sagen, dass Männer gewalttätiger sind als Frauen? Nein. Weil das ist ja ein oft gehörter Vorwurf. Ja? Also ich selber muss mir das auch schon anhören, dass ich gewalttätig sei, obwohl ich das überhaupt nicht bin. Beziehungsweise vielleicht, also ich denke, jeder von uns ist gewalttätig. Ich glaube aber, dass es gibt eine sichtbare Gewalt und es gibt eine unsichtbare Gewalt. Auf jeden Fall, wir sind ja so vielschichtig. Ja, ich habe ja auch dieses eine Poster, das wollte ich auch gerne noch heute ansprechen, von der deutschen Mutter erstes Kind. Ja, das war also in der NS-Zeit ein vielgelesener Erziehungsratgeber der grausamsten Art und Weise, Kinder nicht zu erziehen, zu foltern. Mhm. Wirklich, darf man heute so sagen, aus der Sicht, weil du sie emotional, unmental, unkörperlich
misshandelt hast, ununterbrochen. So darf man das ruhig formulieren. Und bei mir hast du halt gemerkt, in meiner Erziehung, ich bin ja schon 54, dass meine Eltern, beide Kinder waren zur Zeit Adolf Hitlers, ne? Und diese Werte unbewusst natürlich mitgenommen haben. Was hätten sie denn sonst mitnehmen sollen? Welche sind die Werte? Die Werte, ordentlich, sauber, diszipliniert, keine Gefühle, nicht in den Arm nehmen, nicht trösten, das verwöhnt das Kind. Ja, also jede Form von körperlicher Nähe verwöhnt das Kind. Und ja, also das war auch noch normal, dass ein Lehrer mich geschlagen hat und ich da keinen Schutz bei meinen Eltern gefunden habe. Dies mit Gehorsam, das hast du jetzt ausgelassen? Ja, Gehorsam, ganz klar, habe ich jetzt nur im Eifer des Gefechts vergessen. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja klar, bedingungsloser Gehorsam, auf jeden Fall. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo man angeblich die Demokratie hat, ein mega Widerspruch. Also das ist mir auch aufgefallen, wenn ich dann in die Schule bin und im Unterricht erfahren habe, wie Demokratie eigentlich funktionieren soll, wie es eigentlich gedacht ist. Dachte ich mir immer, komisch, dass das so weit weg ist von dem, was ich erlebe. Ja, ja. Also die Theorie war für mich der Bundestag und die Praxis war mein tägliches Ausgeliefertsein. Okay. Ja. Jetzt nochmal zu der Gewalt. Das interessiert mich, du hast ja gleich so aufgeschrien. Also ich hatte gesagt, denkst du, dass Männer gewalttätiger sind als Frauen? Die zeigen das anders. Also zum Beispiel erlebe ich auch bei Männern, wenn die auch laut werden, dass sie aber auch, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Also nachtragend finde ich, sind Männer längst nicht so wie wir Frauen. Ich bin, wie gesagt, von einer sehr starken Frau und einem sehr starken Mann erzogen worden. Und ich kann dir sagen, Markus, die haben wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, ach, wir feiern goldene Hochzeit. Und ich nur, ja, und ihr wart 68 Jahre nicht glücklich verheiratet. Ja. Meinst du? Ja. Okay. Ja. Also deswegen, ich komme zwar aus einer Familie, wo man sich nicht scheiden lässt. So, das machen nur die anderen, das machen nicht wir. Aber diese ganzen Intrigen und Hinterhältigkeiten und hast du nicht gesehen, das summiert sich eigentlich auf eine Trennung, muss ich wirklich sagen, rein emotional. Das summiert sich. Du meinst, dass der Zustand innerhalb einer Familie, in der das spielt und der Konflikt da ist, dass das schlimmer ist als eine Trennung? Das will ich gar nicht sagen, weil ich habe eine Trennung als selbst nie erlebt. Aber es war unaufrichtig, unvergoren, unehrlich. Ja, man war man war einfach nie sicher im Gefühl. Was kommt als nächstes? Na, du hast es ja dann geübt, Trennung. Sozusagen habe ich danach geholt. Ja, ja, genau. Ja. Nee, aber das ist ja auch immer die Frage, ich finde, wir müssen echt sehen, dass wir bei den Kindern bleiben, weil Trennungen passieren, ob man so möchte oder nicht. Ja, und ich glaube auch, wenn beide Eltern wirklich sich respektieren trotz Trennung und da auch offen miteinander sprechen können, dass es auch gute Trennungen gibt, wo die Kinder noch beide besuchen und noch zu beiden ein authentisches Verhältnis haben dürfen. Mhm. Ja? Also das gibt es auch. Das gibt es zwar leider recht selten, aber es soll doch vorkommen. Ja, ja klar. Das ist sicher selten, weil dann die eigenen Verletzungen eben hochkommen in dem Prozess. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, so die erste Zeit nach der Trennung war ich schon so, hat er schon wieder eine neue oder so. Ne? Mhm. Also ne, das ist natürlich schon was, wo man auch ehrlich sagen darf, sich selbst, du bist noch nicht so weit, wie du das gerne wärst. Ne? Mhm. So, also ich war mir gegenüber ehrlich. Ne? Man muss es natürlich nicht, aber ich habe mir halt gesagt, ich kann jetzt ein Leben leben in Verbitterung und ich kann ein Leben leben in Erfahrung. Das ist ein schöner Gesichtspunkt, finde ich. Ja. Also das bringt so eine Wahl mit sich, die man hat.
vor allen Dingen eine Authentizität sich selbst gegenüber. Ja, dass man gar nicht jetzt perfekt sein muss, darum geht es überhaupt nicht, sondern sich selbst Geduld geben darf, um Dinge durchzudenken, durchzufühlen und zu sagen, okay, in Gedanken und in Gefühlen lasse ich den anderen jetzt los. Ja. Ja, und wünsche ihm alles Gute. Ja. Okay. Weil das ist ja oft, wir machen uns ja unsere eigene Hölle durch unsere Gedanken. Ja, die drehen sich bei uns, nicht beim anderen. Ja, viele Väter würden ja jetzt sagen, naja gut, aber die lässt mich ja nicht die Kinder sehen. Die schränkt ja mein Recht ein und gegen die und so weiter. Was machst du da? Was sagst du da? Ja, das ist dann oft so, sage ich gern, ein Wandeln auf dem dünnen Eis, ne? Weil die Frage ist ja, wenn ich Menschen begleiten möchte, die schon zu mir kommen und sagen, ich möchte mich verändern, anders geht's nicht. Also ich glaube nicht, dass ich jemanden überzeugen kann, der noch nicht an dem Punkt ist, dass eine Veränderung notwendig ist. Okay, das will ich nochmal festhalten. Du siehst es als Prozess. Es gibt Menschen, Trennungsväter, konzentrieren wir uns jetzt drauf, die sagen, ja, aber die schränkt ja mein Recht ein, die beschneidet ja meine Rechte und die sieht ja gar nicht das Kind und alles Mögliche. Und dann gibt es die, und du stellst es als Prozess fest, die dorthin kommen und sagen, ich möchte eine Veränderung. Und dann gibt es die, die sagen, was kann ich tun? Und die kommen dann zu dir. So ist es. So ist es. Genau. Zeig mir, wie es geht. Ja, ich finde halt den Spruch von Maria Montessori sehr zutreffend. Hilf mir, es selbst zu tun. Ja, ja, die ist für mich da ein ganz, ganz hilfreicher Aspekt, bringt die oft für mich da mit rein. Weil es bringt den Leuten ja auch nichts, wenn sie von einer Abhängigkeit in die andere fallen und dann sagen, Eva, was soll ich machen? Sondern dass sie eigenständig erkennen, ich habe Ressourcen, ich habe Fähigkeiten, ich habe Kräfte. Und die kann ich für mich sinnvoll nutzen, um mir gut zu tun, damit ich mich wohlfühle, damit mein Gefühlshaushalt ausgeglichen ist und dadurch auch anders mit den Provokationen der Ex-Partnerin umgehe. Ja, ich sage nicht, dass die Ex-Partnerin jetzt von jetzt auf nachher sich verändert. Das muss sie auch gar nicht. Also zum Beispiel, ich bin ja, wie gesagt, von zwei Feministinnen erzogen worden. Ich würde es eher als konditioniert bezeichnen. Und ich habe sehr wohl gelernt, wie ich mit diesen Menschen umgehe, ohne dass sie mich kaputt machen können. Du meinst, sie könnten dich kaputt machen? Naja, zumindest hinterlässt es den Eindruck, wenn man wenn man es mit tyrannischen Feministen zu tun hat, sie nie zufriedenstellen zu können, egal was man tut. Okay, ja. Ja, das Gefühl kennst du vielleicht. Und habe ich schon gerade was angesprochen? Naja, ich finde es ein interessantes Thema. Du sagst tyrannische Feministinnen und du sagst, Feministinnen, die dich kaputt machen können, und du bist durch deine Konditionierung und Erfahrung hast du es geschafft, dass sie dich nicht kaputt machen. Ich finde, das ist ein ganz schön krasses Statement und ja, vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen. Vielleicht können ja Männer, die es auch sehen, da auch schon was mitnehmen, dass sie irgendwie gut für sich sorgen können. Sehr gerne. Das ging dahin, dass ich sehr depressiv war als Kind. Ne? Also lange Zeit, und dass das auch niemand rausgefunden hat. Das waren dann so Stellvertreter. Ich war immer Papas Liebling, meine Schwester war immer Mamas Liebling. Und ja, man war halt nicht zufrieden mit meiner Erscheinung. Punkt. Ja. Es gab verschiedene Punkte, an denen man das festmachen konnte. Jedenfalls für mich war die Quintessenz, ich habe jetzt versucht, so weit wie mir möglich, die Dinge zu erfüllen, die man von mir fordert oder wünscht. Und jetzt merke ich, dass ich gerade keine Kraft mehr habe. Wo nehme ich jetzt die Kraft her, um wieder glücklich zu werden? Mhm. Ja, oder lebensbejahend. Und wie bringst du es mit Feminismus zusammen? Dass das...
Ja, dass es ganz klar bei uns so war, dass mein Vater verachtet wurde von meiner Mutter zum Beispiel. Ja? Dass es auch ein völliges No-Go war, irgendetwas Männliches als positiv zu werten. Ja, solche Dinge. Es war das, ja, mein Vater selbst hat da auch mit zu beigetragen, weil er wohl geglaubt hat, dass das zur damaligen Zeit, ich bin ja 64 geboren, 70er Jahre, auch jetzt richtig ist, wenn die Frauen so sind. Ja, also du sagst, dass es am Anfang wichtig war, um also der Feminismus als eine Kraft, eine Strömung, Frauen auch irgendwie auf die Fläche, also dass sie die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer. Also insofern ist es ja was Gutes. Das war es ja auch immer im Grunde genommen am Anfang. Sag ich gar nicht, dass es negativ war, nur diese extrem fordernde Aggression, das hat mich so irritiert als Kind, auch als Mädchen. Ja, weil ich hatte nicht das Bedürfnis, ständig kämpfen zu müssen um irgendwas. Ja, vielleicht auch, weil ich sehr behütet durch meinen Vater aufgewachsen bin. Kann auch sein, ja, dass ich einfach nicht so jeden Tag an der Front stand und für irgendwas kämpfen musste jetzt, was materiellen Wohlstand angeht. Ich weiß es nicht, ja. Jedenfalls emotional war es halt ein ganz anderes Ding, ja. Also, ne, das, meine Großmutter und mein Vater waren so die Wärmenden und meine Schwester und meine Mutter waren die Eiskalten. Okay. Ja? Ja. Ja, jedenfalls habe ich dann gelernt, in mir Ressourcen zu finden, mit denen ich glücklich war und wieder Lebensfreude gefunden habe. Und trotzdem haben diese Charaktere sich nicht verändert. Ja, also da finde ich wichtig, dass ich auch den Männern immer wieder sage, ich kann deine Frau nicht verändern und womöglich wird die sich auch nicht verändern. Ja. Dass man nicht. Ja, ich wollte gerade den Begriff Salutogenese in den Raum werfen, weil du es auf deiner Facebook-Seite auch stehen hast, dass du dich daran orientierst. Und ich finde, es ist ein wichtiges Konzept, was noch gar nicht so viel Verbreitung gefunden hat, weil wir konzentrieren uns oft so auf die pathologischen Aspekte von irgendwas. Kannst du dazu was sagen noch? Oder kannst du es mal ein bisschen erklären? Ja, gerne. Salutogenese ist die Lehre davon, dass der Mensch sich selbst heilen kann. Man hat also beobachtet, dass manche Menschen damals aus den Konzentrationslagern raus sind und mental gesund waren, trotz der Folter. Und es gab Menschen, die geistig verwirrt waren, wegen der Folter eben. Und da hat man sich gewundert, wieso ist das so ein Unterschied? Ja, warum geht der eine so damit um, der andere so? Und da hat man halt gemerkt, dass diese Menschen es geschafft hatten, Ressourcen in sich zu entdecken, diese Lebensfreude zu erhalten. Dieser Wille, leben zu wollen. Ich will leben und ich bin es wert, dass ich lebe. Und ich habe einen Wert. Also trotz dieser auch Entmenschlichung, die sie dort erlebt haben, haben sie gewusst, sie sind nicht entmenschlicht. Also es ist fast so ein Glaube an sich selbst ein ganz starker und an seine eigene Fähigkeit. In dem Unterschied zur Pathogenese, wie es ja uns oft auch jetzt bei Ärzten eigentlich auch begegnet, immer noch. Ja, also wo geguckt wird, was ist krank, okay, wird abgeschnitten. Geht es bei der Salutogenese darum, Ressourcen zu entdecken. So ist es, richtig, genau. Ja, und auch zu sagen, dass man nicht den Fokus, also seine Konzentration und seine Wahrnehmung auf das richtet, was man nicht will, sondern auf das richtet, was man will. Ja? Also häufig neigen wir dazu zu sagen, oh, ich will jetzt nicht frieren oder ich will jetzt nicht Kopfwärme oder ich will jetzt nicht so zum Beispiel, ne? Weil man es halt als unangenehm empfindet. Und in der Salutogenese übst du das Fokussieren auf, was hat sich gut angefühlt? Was war angenehm? Wann hast du dich entspannt? Wann warst du glücklich? Ja, also man schreibt und notiert sich diese Momente auf und geht in dieses Gefühl zurück. Weil wir lernen nicht über Verstand, wir lernen über Gefühle. Ja, und dann erinnern wir uns, wann waren wir glücklich? Wann hat die Sonne geschienen? Wann waren wir entspannt? Wann haben wir die Zeit um uns herum vergessen? Ja, und die Momente hat Gott sei Dank jeder mal irgendwo gehabt. Ne? Und daran kann man dann anbauen, aufbauen. Ne? Okay. Also so kann das
Klienten, die zu dir kommen, helfen, dass sie ihren Fokus verändern auf die Dinge, die sich gut anfühlen und vielleicht auch entweder sich erinnern an Dinge, die gut waren oder auch vielleicht eine Vision haben von Dingen, die gut sein könnten? Auf jeden Fall, genau, eine Vision entwickeln. Es gibt den Ponyhof und es gibt das Wunschkonzert. Ja? Also auch von solchen unterschwelligen Glaubenssätzen wegkommen, wie es gibt kein Wunschkonzert, es gibt kein Ponyhof. Doch, ich glaube fest, dass jeder sein eigenes Wunschkonzert hat und seinen eigenen Ponyhof. Und den darf man sich ausmalen wie in einem schönen Disney-Film. Ja? Und durch diese Freude, die da entsteht, ne? Durch diese Freude erschaffst du in dir selbst Kraft, die Hormone, dein ganzes Nervensystem. Wissenschaftler sagen, innerhalb von 3 bis 6 Wochen können wir unsere Neuronen komplett erneuern. Mhm. Durch eine völlig veränderte Sicht auf die Dinge. Ja. Das ist, was ich für mich entdeckt habe, was mir nicht nur Kraft gibt, sondern auch Erfolg. Ich erreiche immer mehr meine Ziele, immer besser. Ja? Und das möchte ich halt gern weitergeben, weil es ist so unglaublich nachhaltig auch, weil du, wenn du mal verstanden hast, wie das funktioniert bei dir, dann kannst du immer weiterschreiten. Dann sagst du, ach, jetzt habe ich das erreicht, jetzt möchte ich noch was oder was anderes, oder? Ja, super. Also ich überlege so, ich bin jetzt immer hin und her gerissen zwischen dem, dass ich dir zuhöre und mit meinen eigenen Erfahrungen das vergleiche und dann mir vorstelle, wenn es jemand sieht, der solche Erfahrungen noch nicht gemacht hat und vielleicht sagt, Mensch, die hat doch einen an der Klatsche. Es bleibt doch dabei, dass die mir die Kinder entzieht. Was kannst du sie jemandem raten? Oder kannst du sie jemandem raten? Das bleibt nicht dabei, dass sie dir die Kinder entzieht. Das ist es eben, ja. Also ich habe selbst in meinem Umfeld meinen Enkel entzogen bekommen und den habe ich heute bei mir. Also ich habe das selber bei mir angewandt, ja. Also ich meine, ich bin selber Anwenderin dessen, was ich lehre, will ich mal so sagen. Ja, also meine Tochter, die ist so eine wirklich überzeugte, klassische Feministin, aber 100%, die findet auch, was ich mache, nicht wirklich schön, weil sie findet, Männer verletzen Frauen nun mal, Punkt. Und ich kann sie auch nicht überzeugen. Ich kann sie null überzeugen, ich versuche es auch gar nicht mehr. Ja? Aber ich merke, dass ich die Kuh vom Eis habe bei mir. Mein Enkel kommt zu mir, sie bringt ihn mir, sie lässt es zu, sie unterstützt mich. Also ich habe die Punkte erreicht, die ich haben wollte für mich. Schön, das klingt auch gut. Ja, und wie gesagt, sie hat sich nicht verändert, ganz wichtig. Sie hat sich nicht verändert. Ja? Sie glaubt auch nicht an diese Form. Gut, Salutogenese, da wird es vielleicht mit mir nochmal diskutieren. Aber alles andere, sie ist Atheistin. Punkt. Und ich bin ja auch in einer atheistischen Familie erzogen worden. Ja? Und nicht nur Atheismus, sondern ganz große Wissenschaftshörigkeit. Ja? Also wenn ein Wissenschaftler was sagt, dann ist das wie wenn Gott zu dir spricht. So, ne? Und da lachst du, das war wirklich so, man hat sich da verneigt vor der Koryphäe und dann war das Allergrößte, dass man sich das anhören durfte. So. Was mich jetzt wundert, Wissenschaftler waren ja doch meistens Männer. Wie passt das zusammen? Du, gute Frage, die nächste bitte. Du hast aber auch bei Hillary Clinton gesehen, als Bill Clinton sie betrogen hat, dass sie plötzlich gar nicht mehr Feministin war. Gar nicht mehr. Da ging es ihr nur um ihren eigenen Arsch. Sag mal es ganz böse, wie es war. Ja? Clinton hat eine Frau missbraucht oder mit ihr einen einvernehmlichen Sex gehabt und plötzlich war Monika Lewinsky die Böse. Ach nee, was? Ja? Obwohl sie sich immer groß auf die Fahnen geschrieben hatte, sie wäre für Feminismus. Ganz groß, Frau Hillary Clinton. Ja? Plötzlich hat sie die Kuh geschluckt und sagt, nö, passt. Und ist ganz treu bei ihrem Mann geblieben, obwohl nachgewiesen ist, dass er gelogen hat ohne Ende und so weiter und so fort. Also als Mann würde ich mich schämen, neben jemandem wie Bill Clinton zu stehen. Ehrlich, muss ich dir wirklich mal sagen. Nochmal, als Mann würdest du dich schämen? Als Mann würde ich ihn nicht als zum Freund haben wollen. Ach so, okay. Ja, so als Charakter jetzt, ne? Als Mensch.
Jedenfalls hat sie damit eigentlich ja die Werte, die sie vorher so tapfer verteidigt hat, rigoros über den Jordan geschmissen. Okay. Ja, und da war dann auch so, und daran merkst du dann für mich persönlich diese Unaufrichtigkeit des Feminismus. Ja, solange es die eigenen Interessen vertritt, wird Feminismus ganz groß geschrieben. Und sobald es darum geht, mal authentisch, ehrlich zu sein, zu sagen, Moment mal, das sind doch jetzt gar nicht deine Werte. Ja, aber dann verliere ich ja Macht. Ja, und dann? Ja, also der Feminismus hat ein Problem damit, Macht abzugeben oder zu teilen. Egal mit wem, ob mit Frauen oder Männern. Aha. Das ist mein Eindruck. Das ist mein Eindruck. Na, das erinnert mich noch an ein Paradoxon, was mir aufgefallen ist. Und zwar sagen wir, eine Mutter hat Söhne oder einen Sohn. Und sie agiert sehr stark einnehmend und sehr stark vaterverachtend und stört die Beziehung, die gesunde Beziehung des Sohnes zum Vater. Dann frage ich mich, was dann passiert, wenn der Sohn aufwächst und später vielleicht das Gleiche erlebt. Auf wessen Seite befindet sie sich denn dann? Auf der Seite von ihrem geliebten Sohn oder auf der Seite von der Frau, die vielleicht das Gleiche macht zu ihrem Sohn? Auf der Seite, wo es ihr am besten mitgeht, Punkt. Okay. Völlig egal. Werte sind nichts. Werte sind wie... Pff. Und das ist ja, was ich auch so stark an der Erziehung meiner Mutter, durch meine Mutter und meine ältere Schwester kritisiere. Es ist nicht, dass man nicht Werte haben darf, die für alle gelten. Aber wenn man dann, wenn es dünn wird, sagt, ja, Moment, stopp, halt mal. Das gehört alles mir und dir gehört einfach gar nichts, dann macht man es unglaublich unglaubwürdig. Das ist wie, was wir heute erleben in der Demokratie. Da wird schon aufgeregt, wie ich auch finde, zu Recht, über die Werte der AfD. Ja? Aber wer sie groß gemacht hat, wer überhaupt möglich macht, dass solche Leute an die Macht kommen, waren doch Demokraten. Ach nee, echt jetzt? Durch die Scheiße von korrupten Demokraten können solche Idioten an die Macht? Lass mich mal nachdenken. Finde ich komisch. Also das ist, was ich meine mit Werten, ja? Dann sind Werte nur so lange gut und wichtig und ehrenswert und in Ehren zu halten, solange sie mir zum Vorteil dienen. Sobald sie mich aber mal in Frage stellen, dann brauche ich sie nicht mehr. Und das, glaube ich, kann man mit Menschen allgemein tun. Und dafür setzt du dich ein als Coach, als Trainingscoach. Halt die Spielregeln verändert. Weißt du, das ist wie wenn ich mit dir, Mensch, ärgert dich nicht spiele und bin am Verlieren, sag so, jetzt werden aber die Spielregeln geändert. Und du sagst, wieso? Und ich sag, ja, ich bin am Verlieren. Dann sagst du, lachst du mal dreckig und sagst, ja, so ist das eben, wenn man spielt. Ja, ich kann nicht mitten in einem Ereignis, wenn Dinge sich nicht so verändern, wie ich mir das wünsche, oder zu meinen Machtverhältnissen verändern, sagen, jetzt passen sie nicht mehr. Ja, die Demokratie wird auch nicht hingehen können und sagen können, alle Menschen, die AfD wählen, kriegen jetzt das Stimmrecht entzogen. Nee, das geht nicht. Ja, wie denn? Dann verstößt ja gegen das Grundgesetz. Ach ja, weil die so blöd sind, nicht richtig wählen zu können. Nein. Ja, merkst du was? Ja, du, so Diskussionen habe ich mir schon anhören dürfen von Menschen, die studiert sind, wo man denken möchte, du kennst schon das Grundgesetz. Ja, aber nee, Moment mal, das sind alles schlechte Menschen. Sag ich, das behaupte ich gar nicht, dass das gute Menschen sind, aber die kommen ja nicht von nix hoch. Ja. Erzähl du. Ja, nee, ich wollte noch wissen, ich wollte vielleicht den Bogen schlagen dahin. Hast du noch was? Du hast ja jetzt noch nicht so lange Kontakt zu, also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange du es schon machst, also wie lange du dich schon als Trennungscoach unterwegs bist, aber ich glaube, du sagtest, du hast noch nicht so lange Kontakt zu Vätern oder so. Kann das sein? Es ist folgendermaßen, ich habe das Geschäftliche noch nicht so lange, privat mache ich das schon länger. Ja, also es kommen immer wieder Personen auf mich zu und fragen mich um Rat. Okay. So, ne? Und da wollte ich fragen, kannst du denen, die vielleicht hier auch zusehen, einfach noch, kannst du noch einen Rat geben, abschließen, also wo du sagst, das wäre dir total wichtig? Ja, dass man
auch wenn man entkräftet ist und verzweifelt ist, sicher sein kann, es gibt Möglichkeiten. Das war für mich, glaube ich, so ein ganz erleuchtender Moment, als ich am Ende war, zu sehen, es geht weiter, ich kann weiter. Ja? Ich sage gar nicht immer, dass man sofort den Plan hat, wie, aber ich besitze wirklich die Fähigkeiten, das habe ich auch schon mehrmals angewandt, mich mit Leuten hinzusetzen und herauszufinden, wo sie sich befinden und wo sie hinwollen. Und dann finde ich wirklich Punkte, wie man Zwischenetappen macht, weißt du? Du hast den Punkt A, Punkt B, ist, wo du hin willst, und dann machst du Etappen dazwischen. Und das funktioniert immer sehr, sehr gut. Okay, schön. Wo kann dich jemand finden? Also wenn jetzt jemand denkt, Mensch, irgendwie die Eva, wie kann man dich finden? Wenn er mich nicht für zu durchgeknallt hält, ja. Ich habe im Moment nur die Facebook-Seite, aber meine Webseite, die steht auch bald. Einen genauen Termin kann ich leider noch nicht nennen. Also Facebook-Seite, und das ist facebook.com/... Warte mal, ich sag's dir gerade. Wir verlinken es auch drunter, aber du kannst es ja trotzdem sagen. Ja, wenn ich es auswendig wüsste. Warte mal, Trennungscoach kann man bei Facebook in die Google-Suche eingeben und dann kommt Eva Gerber, Trennungscoach. Mhm. Gut, okay. Ja, genau so ist es. Ich verlinke es dann noch unter dem Video. Ja, das ja. Danke, Eva, für das Gespräch. Vielen Dank für deine Einblicke und Erfahrungen. Danke.